Hallo und herzlich willkommen beim Basteln mit Doro von www.dorostempelt.com. Heute möchte ich mit euch wieder eine Verpackung basteln. Ausgangspunkt für diese Verpackung ist die kommende EM. Mein Sohn hat am 11.06. Sommerfest und wir haben uns überlegt, auf dem Sommerfest möchten die Kiddies was Fußballmäßiges haben und diese Verpackung ist herausgekommen für diese, ich zeige sie euch mal, für diese Kaubonbons, glaube ich, sind das. Und als ich die, ganz ehrlich, im Laden gesehen habe, habe ich gedacht, die eignen sich wirklich gut für die EM. Und ja, da ich jetzt etwas mehr verpacken soll, ist es eine Geschenktüte geworden mit dem Geschenkboard. Das ist die eine Größe, die ich gemacht habe. Und das ist die kleinere Größe. Hier seht ihr auch ein bisschen besser die Kaubonbons. Und ich möchte mit euch heute diese Größe in Schwarz nicht, in Rot nicht, sondern in Gelb machen, weil Schwarz, Rot, Gold. So, für die Verpackung braucht ihr Osterglocke, Cardstock, in der Größe 27,9 x 19. Gleich fürs Verzieren brauchen wir zweimal Flüsterweiß in den Maßen 7,6 x 12,5. Wir brauchen Reste für diesen Stempel. Wir brauchen einmal hier dieses hier oben 2,5 x 7,6. Wir brauchen einen Rest für das EM und das Fähnchen, werdet ihr gleich sehen, werden wir ebenfalls aus einem Rest fertigen. So. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich jetzt ein paar mehr Tüten machen soll, nutze ich unser Geschenktütenboard. Ich gebe zu, so viel habe ich mit diesem Geschenktütenboard noch nicht gemacht. Das heißt, ich bin jedes Mal so ein bisschen langsam in Anführungsstrichen beziehungsweise gespannt und hoffe, dass ich das alles so richtig mache. Ich habe mich jetzt entschieden, mit euch nochmal die Größe M zu machen. Deswegen auch eben das Maß. Ihr seht hier die Größe des Papiers, das ihr braucht für S, M und L. Und bei M ist es halt 27,9 cm beziehungsweise 11 Inch. Dann legen wir jetzt erstmal den Cardstock an und zwar starten wir schieben das Papier ganz hinten durch und starten hier an dieser Linie, die ihr hier seht, legen den Cardstock an diese Linie an. Die Nase zeigt auf das Ende des Cardstocks, halten den Cardstock fest und stanzen. Oh, hoffentlich habe ich jetzt durchgestanzt. So. Dann nehmen wir uns das dabei liegende Falzbein, ziehen erstmal die horizontale Linie und dann hier die ist das vertikal? Ich glaube, es ist vertikal bei M zumindest. Ne? Größe M runter. So, dann schieben wir weiter und legen die Falzlinie, die wir eben gezogen haben, hier an die Nase an. Und ihr müsst immer darauf achten, der Cardstock muss hinten anliegen. So, könnt ihr das da sehen? Da muss die Nase hin. So, jetzt muss ich selber nochmal nachjustieren. Und wie gesagt, wichtig ist immer hinten fest. Stanzen. Jetzt wieder die horizontale Linie ziehen. Jetzt machen wir eine Seite und die Seite, seht ihr hier, ist angezeigt bei Side. Das heißt, wir gehen hier jetzt vertikal die Seite runter, machen das Dreieck, das angegeben ist und ziehen auch die Mittellinie der Seite. Das Dreieck ist dafür da, dass wir nachher hier das schön eindrücken können. Nun gehen wir wieder weiter, legen wieder die letzte Falzlinie der Seite, also nicht diese Mittellinie, die vom Dreieck runtergeht, sondern
die erste Linie, die wir gefalzt haben, an die Nase an, ziehen wieder die horizontale. Ihr seht, ich bin, weil ich das nicht so ganz optimal hinlegen kann, stanzen wieder, nehmen wieder M, weil wir die Größe M machen, und ziehen wieder die Vorder- oder Rückseite runter. Dann wechseln wir wieder, legen diese Falzlinie, die wir gerade gemacht haben, an, falzen wieder, ziehen wir die Horizontale und müssen jetzt noch eine Seite machen. Das heißt, wir legen hier wieder bei Side an, ziehen runter, ziehen das Dreieck und ziehen die Mittellinie runter. Und müssen ganz zum Schluss, damit wir einen ordentlichen Boden gleich haben, noch einmal stanzen. So sieht dann das Ergebnis aus. Das ist Rückseite, Seite, Vorderseite, Seite, Klebelasche. So, und damit ihr die Funktionen des Boards alles richtig seht, möchte ich mich mit euch jetzt den Verschluss hier oben machen, weil der Verschluss ist auch mit diesem Board gemacht. Das heißt, ihr dreht das Board um, wie ihr seht, nehmt den Cardstock, den ihr eben ja schön gefalzt habt. So, jetzt muss ich mir ein bisschen mehr Platz machen. Durch die Kamera habe ich hier jetzt an der Ecke wenig Platz. Merke ich gerade, oh Gott, bin ich wieder angestoßen. Das ist jetzt keine gute Idee von mir. Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich habe jetzt die erste Falzlinie angelegt. Das ist ein bisschen kibbelig. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr hier wirklich gerade drin seid. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin schief. Das ist wieder der sogenannte Vorführeffekt. So, das heißt, ich halte jetzt fest und mache mein erstes Loch. So, dann gehe ich zu der dritten Falzlinie sozusagen und mache dort, lege wieder die Nase an diese dritte Falzlinie. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gleich zeige ich es euch vielleicht mal ein bisschen näher und falze wieder. Dann gehe ich zu dem Mittelteil, lege wieder hinten an, lege die Nase, ich zeige es euch jetzt mal ein bisschen näher, da ist die Nase in dieser Falzlinie von dem Vorder- oder beziehungsweise Rückteil. Schiebe wieder hinten durch und falze. So, jetzt gehe ich wieder an die letzte Falz der Seite sozusagen. Und mache wieder ein Loch. Und ich lege auch ganz zum Schluss das Ende sozusagen der Verpackung an. Und mache mir auch dort nochmal. Ihr seht, das ist jetzt mit der Kamera so ein bisschen blöd. Ein Loch rein. So, damit wäre eigentlich der Grundstock der Verpackung fertig. So sieht das aus. Unten ist der Boden und oben sind die ganzen Löcher. Habt ihr das gesehen? Unten der Boden, oben die Löcher. So, das hier an der Seite, hier ist die Klebelasche. Das heißt, ich gehe hin und schneide mir die Klebelasche schon mal zurecht. Das heißt, ich schneide hier unten, zack, und oben auch noch mal, zack. So, ihr werdet übrigens heute sehen, ich habe nämlich das Problem, mein doppelseitiges Klebeband ist ausgegangen. Das heißt, ich werde mit Tombow die ganze Verpackung kleben. Das heißt, hier, oh Entschuldigung, ich habe gestoßen, hier ist die Klebelasche. Dann wäre das hier hinten, also das, was wir eben ganz zum Schluss gemacht haben, die Rückseite. Das ist gleich wichtig, weil, ihr habt hier ja gesehen, ich habe hier in die Vorderseite ein Quadrat eingestanzt, ein Sichtfenster, um zu zeigen, was überhaupt drin ist. Das heißt, dieses Sichtfenster kommt gleich
hier in dieses Feld hinein. Das müsst ihr gleich beachten, wenn ihr mit der Big Shot euch das ausstanzt. So. Aber, ne, das machen wir zuerst, bevor wir da jetzt irgendwas ausstanzen. Wir dekorieren die beiden Felder. Und zwar möchte ich halt sozusagen die deutsche Flagge schwarz, rot, gold nachempfunden. So, und diesen Stempel habe ich aus dem Stempelset Work of Art entnommen. Das ist dieses hier. Und das finde ich richtig toll, weil damit kann man sowas, solche Hintergründe super toll gestalten. Ich bin echt begeistert und habe das jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal in Benutzung. Zuerst dachte ich, als ich das erste Mal gesehen habe, wofür brauchst du das? Aber es ist wirklich toll. Es ist auch im neuen Jahreskatalog enthalten. Also vor dem Hintergrund alles gut. Ich habe nur, ihr habt gesehen, das ist ein Holz. Ich habe mir das hier hinten falsch aufgeklebt. Aber das macht nichts. Das heißt, ich habe jetzt Farbe in Osterglocke aufgenommen. Setze mir das hier unten an. Und ich möchte das ja sozusagen hier so rüberlaufen lassen. Ich mache es jetzt unspektakulär und stempel erstmal Osterglocke. Sehr gut. Nummer 1 hat geklappt. Tinte in Schwarz, weil das finde ich ist ein geniales Schwarz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie ein so schön tiefschwarzes Schwarz. Das ist einfach genial. So, und hier gehe ich jetzt tatsächlich mal umgekehrt hin, um das sauber auf den Stempel aufzutragen. Gehe ich mit dem Stempelkissen auf den Stempel und nicht, wie ich sonst immer mache, mit dem Stempel nach unten. So, und jetzt kommt das hier oben hin. Ungefähr so. Schaut mal, was für ein tolles Schwarz. Ich finde, das ist ein tolles Schwarz. So, und beim zweiten Mal muss man, jetzt sage ich mal, gar nicht so intensiv darauf achten, dass alles eingefärbt ist. So. Wie ich euch eben gesagt habe, hier ist die Hier ist die Klebelasche, hier ist eine Seite, dann kommt die Vorderseite, Seite und Rückseite. Und wie ihr seht, habe ich hier das Quadrat mit der Big Shot als Sichtfenster ausgestanzt. Das ist ein Framelight aus den Framelights. Lagenweise Quadrate. Und zwar habe ich da jetzt muss ich gerade noch mal gucken, aber ich habe das, glaube ich, eben falsch zusortiert. Kann das sein? Nö, ich habe es richtig zusortiert. Ist ja, also es ist eins der Quadrate. Da nehmt ihr einfach die Größe, die euch gefällt. Mir hat halt diese Größe gefallen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, lege diese beiden Sachen aufeinander und nudel das Ganze durch die Big Shot und danach sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. So kommt das im Endeffekt so ein bisschen aus der Big Shot raus. Hier habe ich jetzt das Loch, das ausgestanzte Etikett. Das brauchen wir gleich noch für. Das Fähnchen, das Gelbe. So, und ihr könnt jetzt im Endeffekt das schön wieder genau so mit Tombow festkleben, wie ihr es ausgestanzt habt. Man könnte Falzball ist Falzball. Ich falze jetzt erstmal alle Linien
nach, mit Ausnahme dieser Mittellinie von der Seite. Die braucht man erst, wenn man die Box zusammengebaut hat. So. Aber gut. Ich habe eben schon eine Folie zurechtgeschnitten, 6x6, um diese jetzt hier hinten zu befestigen. Ihr könnt das mit Glue Dots machen. Ihr könnt es aber halt auch mit Tombow machen. Ich mache es jetzt tatsächlich mit Tombow, damit sie richtig gut drauf klebt. Und wie gesagt, man könnte es auch mit Glue Dots machen, mit mehreren. Ich mag das aber gerne etwas fester. Normalerweise mache ich immer doppelseitiges Klebeband dann hin. Weil klar, mit dem Tombow kann es passieren, dass man so ein bisschen kleckst, was ich jetzt glücklicherweise nicht getan habe. Jetzt wäre das schon mal befestigt. Wir gehen jetzt an die Deko hier oben. Ja. Auch die habe ich schon vorbereitet. Ich habe hier ein Stück 7,6 x 2,5. Das wird jetzt gleich hier so drauf geklebt. Und ich habe einen schwarzen Streifen abgeschnitten von schwarzen Cardstock. Und zwar habe ich eigentlich einfach nur ein großes schwarzes DIN A4 Blatt genommen und das DIN A4 Blatt sozusagen hier angelegt. Seht ihr diese Rille da? Und dann einfach einen schmalen Streifen abgeschnitten. Das geht eigentlich relativ gut, vor allem wenn man ein großes DIN A4 Blatt nimmt. Bei kleinen kibbelt das, aber bei einem großen ist das alles gut. So, jetzt lege ich mir das hin. Jetzt lege ich mir das hin, damit ihr es seht. Lege das Schwarze sozusagen unten drunter und schneide ein bisschen mehr sozusagen ab. Ich brauche zwei schwarze Streifen. Das, was gleich übersteht, schneide ich dann auch noch mal weg. Zack. Aber so habt ihr auf jeden Fall die richtige Länge. Und da ich halt, wie gesagt, ne, sozusagen nur mit Tombow arbeiten kann, nehme ich jetzt meinen Tombow. So, den zweiten schwarzen Streifen möglichst parallel drunter. Dann haben wir schon mal einen Teil der Deko. Dann drehen wir das Ganze um, nehmen unsere Schere, zack, weg ist es. So, jetzt habt ihr gesehen, habe ich hier unsere vier Sterne von der WM, auch wenn wir jetzt bei der EM sind, aufgeklebt mit Abstandskleber. Das heißt, ich nehme mir den Rest Osterglocke, der entstanden ist, weil ich ja den Cardstock gekürzt habe. Eins. Nehme den Mini-Stern. Und das ist ganz ehrlich, das finde ich ganz schade. Das ist der Stern aus der Itty Bitty. Und ich finde es ganz schade, dass das Stanzpaket nicht mehr im Hauptkatalog geben wird. Das finde ich persönlich richtig schade. So, dann nehme ich mir unsere Dimensionals und teile mir jetzt erstmal eins und schneide mir das, sodass ich jetzt kleine Ecken habe. Diese kleinen Ecken klebe ich hinten auf die Sterne und versuche sie so zu kleben, dass sie sozusagen von der anderen Seite nicht zu sehen sind. So, hier habe ich so. Jetzt lege ich mir die erstmal so ein bisschen ungefähr so hin. Bei der ersten Verpackung hat das recht gut geklappt, weil ich da gerade Dimensionals hatte. Hier muss ich jetzt aufpassen,
Zack. Das heißt, da waren die Dimensionen sozusagen gerade geschnitten und nicht so eckig. Da hatte ich nämlich hier den Rand noch. Das könnt ihr nämlich auch machen. Hier so am Rand, die ganz kleinen. Seht ihr das? Die habe ich für die ersten zwei Verpackungen genutzt. Das ist richtig gut, weil die so schmal sind, dass die sozusagen in die Rillen reinpassen. So. Aber auch das hier wird jetzt möglich sein. Ich habe sie mir jetzt ungefähr so hingelegt, wie ich es mir vorstelle. Oder wie ich denke, dass es schön aussehen könnte. Jetzt klebe ich sie einfach fest mit den Dimensionals. Dann habt ihr Sterne auf diesem Banner. Das kommt später erst drauf. Weil ich baue jetzt zuerst zusammen. Den Rest der Deko habe ich im Übrigen schon fertig. Ich erkläre euch aber gleich, wie ich es gemacht habe. So. Das heißt, jetzt wird es spannend, weil ich bin mir jetzt ganz ehrlich nicht sicher, ob ich wirklich die Löcher richtig habe. Ich trage nun Tombow auf die Klebelasche auf, die ich ja eben angeschrägt habe, damit das Zusammenkleben besser ist. So, das mache ich normalerweise, ganz ehrlich, lieber mit sagt schnell, doppelseitigem Klebeband. Aber das habe ich im Moment nicht. Ich habe jetzt die Klebelasche sozusagen auf die eine Seite geklappt, klappe jetzt die Rückseite drauf und drücke fest. So, ihr habt aber gesehen, also das habe ich zumindest sehr ordentlich gemacht. Es klappt alles super. Es passt aufeinander. Es wird schon gehen. So, das ist vorne. Also erstmal die Laschen. Oh, ich habe nicht nachgefalzt. Ich habe zusammengeklebt und nicht nachgefalzt. Also mache ich das jetzt vorsichtig. Ihr seht, man muss mit Fehlern leben. Nicht wahr? Das heißt, ich falze jetzt sie so manuell rein in die. Ah, wird schon gehen. Es muss gehen. So, also zuerst die Rückseite, dann die Vorderseite nach innen. Die Krux an den Geschenkpackungen ist, es ist ein bisschen instabil. Auch deswegen arbeite ich eigentlich lieber gerne mit dem doppelseitigen Klebeband. Aber gut, ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich das mit Tombow mache, dann mache ich hier so ein bisschen Tombow hin, hier ein bisschen Tombow hin. Habt ihr das gesehen? Gut. Dann klappe ich die Rückseite zumindest schon mal ein, drehe mir das wieder entgegen. Ich weiß, das ist halt leider beweglich durch den Tombow, weil der halt nicht so schnell anzieht. Lege mir das wieder hin, halte das also auch ein bisschen. Und gehe jetzt hier in dem Bereich, trage Tombow auf, halte es möglichst gerade, lege es aufeinander, Klecker wieder, weil ich zu viel Tombow benutzt habe. So, nehme normalerweise mein weißes Falschbein, nehme jetzt das graue, drücke von innen nochmal dagegen und habe die Verpackung so zumindest zugeklebt. Jetzt gehe ich hier an die Seite und drücke die Seite vorsichtig ein. Seht ihr das? Vorsichtig. Denkt dran, wir haben hier ja noch das Fenster. Dann gehe ich auf die andere Seite, drücke wieder vorsichtig ein. So, jetzt habe ich das im Endeffekt fast so, wie es haben will. Gut. Wie gesagt, da muss man ein bisschen mit Gefühl ran. Aber die Löcher sind richtig. Ich habe es richtig gemacht. Alles gut. Ihr seht, wir sind im Endeffekt fast fertig. Nun
dekoriere ich zuerst. Das heißt, ich nehme mir zuerst mein, ich weiß gar nicht, Sternenbanner, keine Ahnung, was das ist. Nehme mir die Dimensionals und klebe mir die hier sozusagen fest. Nehme mir aber noch eins, was ich hier so hin klebe. Und noch eins in die Mitte. Jetzt lege ich mir die Verpackung wieder vorsichtig hin und sehe jetzt gerade, oh, ich war nicht ganz mittig mit dem Etikett. Aber gut. Lege mir das ungefähr dorthin, wo ich es haben möchte. Drücke es mir vorsichtig fest. Drücke dann auch, indem ich von innen mit dem Finger dagegen und von außen mit dem Finger dagegen drücke es fest. So, dann habt ihr das Sternenbanner. So, dann bin ich hingegangen und habe, wie ihr hier seht, bei dieser Verpackung Tor und EM 2016 gestempelt. Das habe ich mit unserem nicht mehr im Jahreskatalog erhältlichen Drehstempel gemacht. Ich wollte euch ersparen, zu zeigen, wie ich das mache, weil auch da habe ich mir die Finger eingesaut. Es ist nicht ganz so einfach mit dem Drehstempel, deswegen habe ich schon vorbereitet und habe sowohl das Tor ausgestempelt, wie ihr seht, als auch, also gestempelt und ausgestanzt, als auch EM 2016. Gestempelt, wie gesagt, habe ich es mit dem Drehstempel, Entschuldigung. Das Tor habe ich ausgestanzt mit der 1 Zoll Kreis. Stanze und das EM 2016 mit der Wortfensterstanze. Leider auch nicht mehr im Programm, aber es gibt eine sehr schöne Alternative. So, das Tor klebe ich jetzt schon mal unten in die Ecke. Und ich hoffe, unsere deutschen Jungs werden, unsere Jungs, nicht unsere deutschen Jungs, sondern unsere Jungs werden ganz viele Tore schießen. Das erste ist da. So, EM 2016 möchte ich gerne auf ein Fähnchen setzen. So, und dafür nutze ich das ausgestanzte Etikett. Das ist natürlich jetzt schade, weil, wie ihr seht, hier konnte ich Schwarz, Rot und Gold eigentlich recht gut nutzen. Hier hatte ich ein Etikett, das stimmt, da fehlte schon so ein bisschen das Gelb oder das Gold. Hier wird es auch wieder so sein, es sei denn, ich gehe in die Mitte. So, dann schauen wir mal. Dann verkürze ich mir das Etikett einfach mal. Und zwar so, dass ich gleich das Gefühl habe, ich habe jede Farbe sozusagen dabei. Das war der Fall. So, und jetzt gehe ich hier auf 1,4 ungefähr. Leider seht ihr, ist das jetzt was kurz geraten. Das heißt, ich hoffe, dass das jetzt gerade wird, dieses Fähnchen. So. Gut. Jetzt nehme ich mir, weil ich das immer so ungerne per Hand mache, die Fähnchenstanze. Und diese Fähnchenstanze gibt es leider auch nicht mehr. Und führe den Streifen, den ich auf 1,4 geschnitten habe, genau deswegen habe ich ihn auf 1,4 geschnitten, von innen in die Stanze ein, stanze und habe ein sauberes Fähnchen. Man kann es auch manuell machen, das gebe ich zu. Aber ich bin jetzt nicht immer so der Typ, der das, ich sag mal in Anführungsstrichen, im Blick hat, ob ich jetzt dann wirklich in der Mitte bin oder nicht. Deswegen ist das für mich einfacher. So, jetzt habe ich hier auf das Etikett ein Glue-Dot gemacht.
klebe mir das einfach hier so zack drauf. Und ich mache mir jetzt hier hinten auch noch ein Glue Dot. Seht ihr das? Indem ich das einfach hier so drauf drücke und zack abziehe. Jetzt nehme ich mir meine Verpackung und überlege, wo ich es ungefähr hin haben möchte. Sehe, dass es eigentlich zu lang ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Das hätte ich vorher ausprobieren müssen, nicht wahr? Gut, dann lassen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen hier so von dort runterhängen. Ist ein bisschen anders als bei den anderen. Aber ich meine, im Dekorieren seid ihr ja sowieso frei. Ihr könnt es machen, wie ihr es wollt. Es ist ja alles nur ein Vorschlag oder eine Inspiration. Weiterverarbeiten könnt ihr auf jeden Fall. So, jetzt nehme ich mir die Maroams und fülle diese in Zellophantüten. So, jetzt klappe ich mir das so ein bisschen hier zusammen, weil die 10,2 eine Idee zu groß ist. Ich klappe mir das hier auch um, rüttel nochmal so ein bisschen durch und stecke die Maroams hier unten rein. So, nun verschließe ich diese Geschenktüte mit Baumwollband. Und zwar ist das hier wieder glutrot. Das heißt, ich fädel mir das brav ein. Das sind so die Momente bei Videos, die man eigentlich nicht haben möchte. Dieses Einfädeln ist ein Graus. Jetzt seht ihr auch noch meine ganzen roten Finger, glaube ich. Ne? Ach Gott, nee. Ja, wenn ich Stempel sauber mache. So. Dann schneide ich mir, zack, das gut lang ab. Ich gebe zu, ich brauche immer so eine gewisse Länge. Gerade am Anfang. Ziehe mir das zu. Lege es mir hin. Lege die Schere auf Seite. So. Ziehe nochmal. So, habt ihr das gesehen? Mache mir erstmal einen Knoten. So. Dann lege ich es mir wieder so hin und mache meine Schleife. Ja, da habe ich es. Entschuldigung. Ziehe mir die ein bisschen kleiner vielleicht. Schaue. Ja, so kann ich sie lassen. So, was jetzt noch gemacht werden kann. Na? Entschuldigt. So. Man kann jetzt noch diese Sterne mit dem Wing of Stella beglitzern. Das habe ich hier gemacht. Könnt ihr das so ein bisschen in der Kamera sehen? Ich glaube nicht, ne? Das würde ich jetzt hier lassen. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Erstens die Art der Verpackung, die Deko und vor allem wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich lege euch mal die drei hier so hin. Ja. So, ich glaube, dann sieht man zumindest ein bisschen alle drei. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, ich muss mir da tatsächlich etwas anderes noch überlegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich wünsche euch viel Spaß bei der EM, bei den diversen Feierlichkeiten, die es bestimmt geben wird. Übrigens, die gelben von diesen Maroams, die mag ich am liebsten. Tschüss, bis zum nächsten Video. Macht's gut.